Wunderschönen Freitagabend aus dem Dassau-Park. Und somit herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, zum 7. Spieltag der YouTube-Bundesliga. Heute sehen wir das Spiel Dassau SC gegen TSV Euerdorf. Dass Dassau so weit oben steht, hätte man zu Beginn dieser Saison wahrscheinlich nicht erwartet. Aber auch vielleicht genauso wenig, dass TSV immer noch ohne jeglichen Sieg und ohne jeglichen Punkt ganz unten das Schlusslicht bildet. Wer kann sich heute durchsetzen? Der Favorit Dassau SC oder die Allerdogs TSV Euerdorf? Nach 90 Minuten wissen wir hier im Dassau Park auf jeden Fall mehr. Schauen wir aber erstmal auf die beiden Startformationen der Teams. Dassau SC spielt im 4-4-2 mit Rabenhorst im Tor und unter anderem dabei auf dem Platz sind Heimhauser, Graf, Klugloff, Kobayashi, Prinz und Hara. TSV Euerdorf spielt im 4-3-3 mit Harold im Tor und unter anderem auf dem Platz sind Schäfer, Jan, Kraus, Wata, D'Souza, Cruz und Zuffi. Also bei der TSV mehr über die Flügel, aber wir werden herausfinden, wer sich hier heute besser durchsetzen kann. Und das Spiel beginnt. Die Dassauer durften hier anstoßen und spielen somit folgerichtig von links nach rechts. Wer kann sich hier besser durchsetzen, das ist die ganz große Frage. Und natürlich ist der Dassau-Park randvoll gefüllt hier mit Dassau- und Euerdorf-Fans. Und die Dassauer, die hier direkt einmal nach vorne kommen wollen, das ist Heimhauser mit der Nummer 3. Jetzt gegen Kraus hier im Zweikampf. Aber da konnte sich Heimhauser zwar durchsetzen, aber der Ball war dann doch viel zu schnell. Somit gibt es also jetzt Torabstoß hier von der Nummer 12, von dem guten Harold. Und der Ball findet leider keine Mitspieler dafür, aber jetzt, nachdem Dassau ganz kurz den Ball hatte, ist der Ball jetzt bei Kraus. Und regt zu Zuffi, der zu Wata. Und da war es dann doch ein klein wenig zu schnell. Aber jetzt wieder Euerdorf am Ball. Aber da lässt er sich hier den Ball von Heimhauser abnehmen. Und die Dassauer, die jetzt zum zweiten Mal nach vorne kommen wollen, nachdem sie ja eben schon mit Heimhauser ein bisschen versucht hatten, eine Chance rauszuholen. Das sieht aber schon mal deutlich besser aus. Und es gab einen Pfiff. Es gab offensichtlich einen Foul und Kleinböll bekommt da eine mündliche Verwarnung. Wir schauen uns das Ganze hier nochmal an. Oh ja, oh ja, also dass es da nur eine Verwarnung gibt, das war ein Foul gegen Kobayashi gewesen. Also sagt mal so, eine gelbe Karte, ja, hätte man da schon geben können. Aber so ist es halt eben nur eine mündliche Verwarnung. Aber ich glaube, das ist dann auch für Kleinböll letztes Haus an Grenze, weil das ja wirklich schon gelbverdächtig war. Aber, ja. Aus dem Freistoß haben sie im Übrigen nichts draus gemacht. Die Dassauer. So wird also jetzt die TSV Euerdorf hier wieder am Ball. Die auch direkt nach vorne wollen. Das ist Cruz jetzt. Hat aber keine Anspielstation. Muss jetzt irgendwie gucken, was er macht. Jetzt ist ein Ball zugekommen. Und das war Zuffi mit der ersten großen Chance für Euerdorf. Und jetzt versuchen die Dassauer hier irgendwie den Ball wegzubekommen. Nicht, dass die Euerdorfer direkt noch mal so eine gute Chance bekommen, wie es gerade Zuffi gemacht hat. Und ja, die Pässe, die kommen aber noch nicht so ganz gut an. Jetzt ist Cruz am Ball hier für TSV Euerdorf. Der Ball aber weg. Klugloff jetzt. Vorbei. Und der Ball ist weg. Jetzt Cruz am Ball. Cruz, das ist Zuffi mit der Nummer 14. Zuffi jetzt. Oh, da kommt D'Souza nicht an den Ball ran. Das ist blöd. Aber es gibt Ecke. Das ist wenigstens ein kleiner Trost. Nein, es gibt keine Ecke. Ich war mir sicher, es gäbe jetzt Ecke. Aber sorry, dann gibt es halt eben Torabstoß. Aber wir sind hier noch früh in der Partie. Von daher, es kann auch alles passieren. Jetzt Dassau hier am Werk. Aber Euerdorf nimmt den Ball ab. Das ist Schäfer jetzt zu Kraus. Zuffi. So, Wata und das ist Cruz. Strüling. D'Souza. Und natürlich versuchen die Euerdorfer das jetzt über den Flügel. Wie ich schon sagte, 4-3-3, da geht es viel über den Flügel. Jetzt Renninger da am Ball. D'Souza. Cruz, Zuffi. Zuffi! Ja, da
Das ist ja mal unglaublich. TSV Oberndorf führt mit 1:0 in der 22. Minute durch Zufi. Die Letztplatzierten gehen hier in Führung gegen Dassau. Ja, heilige Scheiße. Ich glaube, das hätten nicht wirklich viele erwartet. Und ich glaube schon gar nicht so einer wie Zufi, der ja sowieso in letzter Zeit nicht so wirklich viel Glück hatte. Da sehen wir uns das Ganze nochmal an. Wie schön Zufi den Ball reinmacht. Bekommt er den Ball und hat da jegliche Möglichkeiten, weil viel kann der Torwart da nicht anrichten. Oh, und ich glaube, er stand da auch völlig frei. Ja, er stand da völlig frei noch dazu. Und somit ein wundervolles Tor hier für Zufi, für die Nummer 14, für die Oberndorfer. Und das ist wirklich super schön mit anzusehen, wie sie hier in der 22. Minute in Führung gehen. Aber das Schwierigste natürlich ist jetzt, halte mal eine Führung. Und das gegen jemanden, der auf Platz 5 ist. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie die Oberndorfer das hier machen gegen Dassau. Die natürlich das nicht so auf sich sitzen lassen werden. Aber die Oberndorfer, die wollten gerade nach vorne und kommen jetzt auch etwas weiter nach vorne. Aber Zufi bekommt den Ball nicht. Dafür aber Dassau. Und das ist jetzt Water. Nein, Unsinn, das ist Vorbei. Spaghetti. Kobayashi. Und der Ball ist jetzt weg bei Oberndorf. Das ist Kruse. Kruse gegen Tache. Und also wirklich kriegt Tache dann nicht den Ball. Zufi jetzt aber. Und es geht wieder über den Flügel. Jetzt braucht er aber auch Anspielstation. Und die hat er eben nicht. Und das ist das Problem. Aber das war wieder eine gute Chance. TSV Oberndorf. Halleluja. Da haben sie schon das Tor, da bekommen sie noch so eine schöne Chance. Jetzt müssen sie aber selber aufpassen, auch wenn nur zwei Dassauer gerade waren. Aber das machen die TSV Oberndorfer bisher richtig, richtig gut. Und wollen dementsprechend jetzt auch noch eine Chance haben. Also drei Chancen hatten wir schon. De Souza war ein bisschen unglücklich gewesen, dass er da den Ball nicht bekommen hat. Dann eben gerade hier wieder, ich glaube Zufi war es, der die Chance gemacht hat. Und natürlich das Tor von Zufi. Also TSV Oberndorf gefällt mir hier jetzt gerade aktuell richtig gut. Die erste Hälfte geht bisher auf jeden Fall an die TSV. Und die versuchen es jetzt wieder. Aber Dassau hat diesmal mehr aufgepasst. Und jetzt hat Graf den Ball zu Hara. Reno. Graf zu Hara und wieder zu Graf und der Ball ist weg. Kleinböll jetzt. Der Ball zu Jan und jetzt zu Kraus. Zu viel zu Gruß. Was für ein super Passspiel hier von TSV Oberndorf. Das ist jetzt zu viel über links außen. Guckt, wo er da am besten durchkommt. Das ist jetzt De Souza, aber da stehen Dassauer im Weg und das ist natürlich blöd. Ansonsten hätte das hier eine etwas größere Chance werden können für die Oberndorfer. Und das ist jetzt Vorbei, der mit dem Ball hier erstmal weg will. Zu Tache. Und Prinz nimmt den Ball dann an. Heimhauser. Heimhauser zu Prinz. Klugloff. Und das ist Hara, aber der Kopfball war überhaupt nichts gewesen. Das war keine Gefahr für Oberndorf. Und somit gibt es auch jetzt hier Torabstoß. Und wir sehen dann einmal links die gedribbelte Distanz. Unter anderem Heimhauser. Aber das ist auch verständlich, weil Heimhauser über den Flügel geht. Und dort nicht immer sofort gestört wird oder in einen Zweikampf kommt. Und gleich ist die erste Hälfte um. Und diese geht klar und deutlich an TSV Oberndorf. Ich finde persönlich, Dassau, ja, braucht doch so ein bisschen. Dassau ist mir noch etwas zu vorsichtig und versuchen hier noch nicht alles herauszuholen. Ja, und somit gehen die Oberndorfer hier mit einem 1:0 erstmal verdient in die Kabinen. Gleich geht es dann weiter und ich bin sehr gespannt, wie die Oberndorfer hier die Führung verteidigen. Bis gleich. Weiter geht's hier an diesem Freitagabend im Dassau Park. Nach wie vor sehen wir das Spiel Dassau SC gegen Oberndorf und Oberndorf führt nach der 22. Minute durch Zufi.
Und jetzt dürfen wir sehr gespannt sein, wie die Euerdorfer hier die Führung verteidigen. Das wird natürlich jetzt schwierig, weil in diesen 45 Minuten haben Dassau jegliche Möglichkeiten, hier Chancen herauszuspielen. Und das wollen sie auch gerade. Aber TSV Euerdorf passt gut auf. Und das ist jetzt zu viel. Zu Kraus. Kuss zu Kleinböll und wieder Kraus. Kleinböll. Renninger. Wieder zu Kleinböll und das ist zu viel. Ja, das Passspiel funktioniert soweit gut. Und auch das war gut, aber der Ball viel zu schnell, als dass D'Souza irgendwelche Chance hätte. Hier gegen Graf, der im Übrigen jetzt den Ball gesichert hat. Baghetti, den wir gefühlt heute zum ersten Mal sehen, dabei hat er mit Sicherheit schon öfters mal den Ball gehabt. Und das ist jetzt Warter. Warter zu Zuffi und er bekommt den Ball. Kraus. Zuffi zu Warter. Ui, schön gemacht, aber das ist hier keine großartige Leistung gewesen, dass Rabenhorst hier den Ball hält. Und Euerdorf kommt wieder nach vorne. Also ich finde es auch schon unglaublich, dass Euerdorf hier doch besser spielt als die letzten 6 Spiele zusammen. Es ist wirklich eine tolle Leistung bisher von Euerdorf. Muss man so sagen, die Abwehr, die ist, ja, doch sehr aufmerksam. Klar, es gibt kleine Fehler, natürlich auch bei Dassau, das merkt man. Aber Euerdorf macht das ganz gut. Und so muss ich ganz ehrlich sagen, so wie heute, spielt kein Verein, der auf dem letzten Platz ist. Und die Dassau, die müssen aufpassen, auch Rabenhorst natürlich, der schon das Tor von dem guten Zuffi nicht halten konnte. Wir sind in der 62. Minute jetzt gleich. Und Dassau kam bisher noch nicht zum Ausgleich. Und nicht mal zu einer ganz großen Chance. Dafür waren es nämlich die Euerdorfer, die das geschafft haben. Und der Ball geht jetzt über die Linie. D'Souza war zuletzt dran, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Und Graf da jetzt hier mit dem Einwurf aus gefährlicher Position. Aber die Euerdorfer, die ja direkt den Ball wieder übernehmen. Und es gab einen Pfiff. Natürlich, weil das Foul war. Freistoß hier. Also jetzt für TSV Euerdorf. Und die wollen ein klein wenig Zeit natürlich herauszögern. Ist ja ganz klar. Weil bisher gab es hier noch keinen zweiten Treffer. Und das 1:0 ist ja natürlich immer wieder, ja, so, ich sag mal, eine Führung auf Kante. Weil es fehlt nur ein Tor und dann hätte das auch diese Führung zunichte gemacht. Und das haben sie auch vor. Aber irgendwie kommen sie nicht an die Abwehr von Euerdorf durch, beziehungsweise voran, die heute wirklich unglaublich gut mit am Start ist. Und die Dassauer, was haben sie vor? Das ist die große Frage. Jetzt kommen sie in die Nähe zumindest, weil es da dann doch ein bisschen offener war bei Euerdorf. Aber jetzt D'Souza am Ball zu Renninger. Und die Euerdorfer versuchen hier nach vorne zu kommen. Und die Dassauer, die wollen zumachen. Und das ist jetzt hier Ströling über außen. D'Souza. D'Souza, Cruz, aber er kann ja Glück haben. Der gute Dassauer Spieler. Dass es da nicht eventuell zu mehr geworden ist. Und auch Ramos, der kann natürlich auch passen. Ah, ich glaube, da haben wir gerade. Moment, da muss ich gerade mal gucken auf meiner Liste, wie wir da gerade gesehen haben. Das war gerade im Übrigen Renninger gewesen, wofür es so laut geworden ist. Aber es gab keinen Foul, von daher alles in bester Ordnung. Und Euerdorf macht das weiterhin hier gut. 75. Minute, wir haben noch 15 Minuten an regulärer Spielzeit. Wenn die Euerdorfer das hinbekommen, dann gewinnen sie nicht nur gegen einen richtig guten Verein hier aktuell, sondern nehmen auch noch die ersten Punkte mit und vor allen Dingen den ersten Sieg nach 6 erfolglosen Niederlagen. Und nach erfolglosen Spieltagen natürlich. Wobei ihnen würde doch noch ein Tor ganz gut tun, um wirklich auf Nummer sicher gehen zu können, dass hier nicht dort noch irgendetwas passiert. Und genug Zeit ist dafür noch. Im Übrigen auch für die Dassau, die jetzt eine Zahl zulegen wollen. Aber nein, da ist der Ball weg. Aber noch nicht komplett. Da muss man auch mal
völliges Risiko eingehen. Und klar, dass der Dassauer-Spieler sich da natürlich aufregt. Aber wenn er da irgendwie auch nur an Freistoß und Elfmeter dachte, dann muss ihn jeder hier enttäuschen in der Halle, weil davon haben wir, ja, meilenweite Entfernung gehabt. Und die Fahne ist jetzt oben. Ist ja auch klar und deutlich, es gibt hier Einwurf. Und es gab einen Wechsel. Mäkinen kommt für Prinz und das ist auch bitter notwendig. Und Fetzen für Kobayashi. Ja, die Unterstützung jetzt natürlich. Und Schnier kommt für D'Souza. Und Jecke für Wata. Also bei Dassauer braucht man auf jeden Fall jetzt die Unterstützung. Ist also gut, dass vor allen Dingen Fetzen jetzt für Kobayashi da ist. Kobayashi hat mich persönlich heute sehr enttäuscht. Aber die Dassauer, die sind jetzt hier in Aktion. Aber hier sieht man, die Euerdorfer, die machen das hier alles richtig. Und die sind schon wieder auf dem Weg nach vorne. Aber da hat dann zu viel keine Chance, weil der Ball viel zu schnell war und Heimhauser erwischt hat. Aber die Abwehr jetzt hier von TSV Euerdorf nochmal in den letzten Zügen. Sind jetzt noch 3 Minuten, eventuell 1-2 Minuten Nachspielzeit. Und dann hätten die TSV Euerdorfer das hier auf jeden Fall geschafft. Und auch wenn ich hier unparteiisch bleiben muss als Kommentator, ich drücke der TSV die Daumen, dass dieser Sieg in der Tasche ist. Man muss es ihnen einfach gönnen nach 6 erfolglosen Spieltagen. Wäre das der erste Erfolg? Und ja, es ist er tatsächlich. Der erste Sieg für TSV Oerdorf. Er ist da. Die ersten 3 Punkte. Endlich sieht es mal etwas schöner aus hier für die TSV Oerdorf. Und das gibt natürlich wieder Selbstbewusstsein, weil sie jetzt gewonnen haben. Hoffentlich passiert das beim 8. Spieltag auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis dann.